auf zu neuen Schandtaten, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Vindictus. Unser guter Rudra vertreibt sich hier die Zeit mit den Schafen auf der Weide, direkt vor dem Dörfchen Colhan. Und wie wir sehen, hier drüben ist schon direkt die Burg Rochester, vermute ich zumindest mal so, aus der ja die königstreuen Armeetruppen kommen. Und diese Baronie hier scheint auch Rochester zu heißen. Hier drüben scheinen wir noch irgendeinen Tempel zu haben. Dort gibt es aber momentan noch nichts zu holen, außer einem freundlichen Willkommen von Tief, die auch seltsamerweise im Gasthaus steht. Und somit bewegen wir uns dann mal nach Colhan zurück. Soweit ich mich richtig entsinne, haben wir das letzte Mal an einer Stelle geendet, wo wir eine nicht wirklich söldnergerechte Aufgabe vollführen mussten. Und zwar sollten wir irgendeinen besticktes Tuch oder irgendetwas in der Art in den Reiseladen bringen zu der Dame. Ach ja, altes staubiges Nähmuster, da unten steht es, ja. Finde ich nicht wirklich, dass das jetzt eine Aufgabe für mich ist, aber gut, damit müssen wir jetzt leben. Und dann bringen wir das gute Ding mal hier einfach rein und schauen mal, was es da für uns zu holen gibt. Shaliban. Ich habe dich im Voraus bezahlt und jetzt sagst du, du kannst den Job nicht erledigen? Was soll ich dem Vicomte jetzt sagen? Nirgends in dem Vertrag steht, der Vertrag ist eindeutig. Falls goldenes Gnollleder erstanden wird, wird es exklusiv Shaliban von Rochester zuteil. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Wir haben ihn beide unterschrieben. Es ist ein Gesetz nach den Regeln der Händlerassoziation. Und ich habe in der ganzen Zeit nicht ein einziges Stück goldenes Gnollleder von dir erhalten. Ja, der Vertrag sagt, falls goldenes Gnollleder erstanden wird. Falls. Und ich habe kein einziges davon in die Hände bekommen. Es gibt keine Entschuldigung, Mädchen. Ich habe dem Vicomte gesagt, dass ich ihm welches besorge. Ich gebe dir jetzt also einen Monat, um dieses Leder anzuschaffen. Was? Das ist lächerlich. Wie soll ich denn... Tu, was auch immer dafür getan werden muss. Ich bin in einem Monat wieder zurück. Ein Monat. Shaliban, das ist völlig absurd. Warte, wo willst du... Der Händler ignoriert Kirsty und schlägt die Tür zu, als er den Laden verlässt. Kirsty legt sich die Hand auf die Stirn, völlig fassungslos. Nach kurzer Zeit bemerkt sie dich. Oh, du bist doch die neue Klinge, von der jeder spricht. Du bist doch den Glockenturm hochgestiegen. Du überreichst ihr das Nähmuster. Oh, das Muster, nachdem ich Sierra gefragt habe, Ich nenne sie jetzt mal Sierra, weil ich denke mal, es wird alles so ein bisschen britisch-walisisch so in die Richtung irgendwie angehaucht sein. Von daher ab jetzt Sierra. Danke! Ich bin Kirsty, normalerweise Jägerin, aber derzeit friste ich ein Leben als Händlerin. Zumindest so lange, bis die Fomori besiegt sind. Willkommen in meinem Laden! Kirsty lässt die Schultern sacken. Du hast bestimmt die Unterhaltung eben mitbekommen. Das war Shaliban. Ich bin neulich in ein ziemliches Schlamassel geraten, weißt du? Und dachte, dass es eine gute Idee wäre, diesen Vertrag zu unterschreiben. Aber jetzt stecke ich in der Klemme. Weißt du, vor langer Zeit habe ich einen Schwur geleistet, dass ich keine intelligenten Wesen wie Gnolle jagen würde. Wie soll ich jetzt an Gnollleder kommen? Oh, ich weiß da eine Lösung, ganz zufällig. Solltest du irgendwie goldenes Gnollleder finden, könntest du es mir bringen? Und damit haben wir ein neues Quest erhalten. Ich habe mir überlegt, ich werde ab jetzt die Sachen, die hier auf der rechten Seite stehen, die Gefechtsinfos, werde ich nicht mehr vorlesen. Das könnt ihr ja, wenn ihr Bock drauf habt, euch das Spiel das Video anhalten und es euch selbst hier durchlesen. Machen wir mal so und so, da habt ihr alles gesehen. Wunderbar. Und damit habe ich das auf der Seite abgetan, dann dauert es wenigstens nicht ganz so lang, wenn ich hier immer mit diese ganzen Sachen mache, um die Quests anzunehmen. Ich gebe dir auch das Gold, das Shaliban gezahlt hat. Bitte! Oh, wenn du Zeit hast, schau kurz beim Gemischtwarenladen vorbei und sprich mit Clodagh oder sowas. Clodagh, ja, von mir aus. Sie wollte dich neue Klinge auch treffen. Ein seltsames Deutsch, aber gut.
Du hast folgende Story gelernt. Oh, Alice, du hast folgende Story gelernt. Goldenes Gnollleder. Du hast die Story abgeschlossen. Kirsty, die Jägerin. Geht klar. Und wir sehen hier, sie hat noch so ein Ausrufezeichen über den Kopf. Deswegen gehen wir mal auf Story. Und da sehen wir, dass hier noch was ist. Ich hoffe, Shaliban kommt nicht so bald zurück. Wenn du zufällig etwas goldenes Gnollleder finden solltest, bring es mir bitte. Gut, das hat jetzt nicht funktioniert, aber normalerweise, wenn da noch was ist, dann können wir auf Story gehen und dann gibt es vielleicht noch einen Nebenauftrag. Das habe ich so mitgekriegt, während ich offline noch ein bisschen, während ich außerhalb der Aufnahmesession noch ein bisschen probiert habe. Und damit gehen wir jetzt mal raus und gehen mal zum Gemischtwarenladen. Ich habe jetzt übrigens auch endlich mal festgestellt, dass oben rechts in der Ecke eine Karte ist. Ich habe ja das letzte Mal ganz am Anfang nach einer Karte gesucht und keine gefunden. Dabei ist die ganze Zeit schon offen und ich habe sie einfach übersehen. Gut, damit rein in den Gemischtwarenladen und die Dorfrundreise geht weiter. Aislinn. Warum so viele Frauen? Aislinn. Willkommen. Hahaha, genau. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Bist du ein neues Mitglied der Blutroten Klingen? Die ist etwas heißer, sagen wir mal. Hey, es ist die neue Klinge, die Tief beim Glockenturm gerettet hat. Es freut mich unheimlich, dich kennenzulernen. Ich bin Klonag, oder wie auch immer man mich ausspricht, ich habe keine Ahnung. Ich versorge die blutroten Klingen mit stylischen, bequemen Klamotten. Also habe ich gedacht... Hallo? Kann mir jemand sagen, wo ich Speere kaufen kann? Bin ich hier richtig? Entschuldige, Soldat. Zweitwaffen werden beim Söldner Außenposten verkauft. Ah, danke. Oh, Rudra. Ich hätte dich hier nicht erwartet. Gehst du zurück zum Söldner Außenposten? Was? Du gehst schon? Aber du bist doch gerade erst angekommen. Und ich habe dir noch so viel zu erzählen. Klonek seufzt enttäuscht. Na gut, komm bald wieder, ja? Führe den Weg an, Rudra. Ich bin immer hinter dir. Okay, dann gehen wir wieder. Da haben wir den Laden jetzt auch wunderbar kennengelernt. Und gehen wieder zum Söldner Außenposten. Natürlich werden wir nicht begleitet von Alice hier draußen. Wir sollen einfach zum Söldner Außenposten zurückkehren und damit hat sich die ganze Sache dann erledigt. Und ich hoffe, dann kriegen wir endlich wieder was zum Metzeln. Also zurück in die gute Stube. Sierra, oh Gott, wie habe ich die gesprochen? Wahrscheinlich einfach nur hoch, wie alles. Da bist du ja wieder. Oh, und du hast Alice mitgebracht? Alice sieht sich nervös um. Ist dieser Merrick-Typ da? Er ist beim Hauptmann. Wolltest du mit ihm sprechen? Soll ich ihn für dich holen? Nein, nein, bitte nicht. Ich möchte nur einen Speer kaufen. Merrick verkauft die für gewöhnlich. Ich gehe kurz hoch und schaue nach, ob wir noch welche haben. Rudra, pass auf Alice auf, solange ich nicht da bin, klar? Danke, Sierra. Alice lächelt dir zu. Sierra erinnert mich an wen, den ich kenne. Sie heißt Blauen. Sie ist die höchste Kadettin in der Geschichte der Königlichen Akademie. Oh, außer Gwyn natürlich. Die keine Kadettin mehr ist, aber ist egal. Eine Stimme ruft dir vom Fenster aus zu. Hey, Söldner, hier drüben. Ich muss etwas mit dir besprechen. Okay, dann klicken wir mal auf Gwyn. Mein Name ist Gwyn. Ich bin Mitglied der Königlichen Armee. Ich fasse mich kurz. Würdest du gern die Beziehung zwischen der Spinne vom Glockenturm und den Gnollen in den gefährlichen Ruinen untersuchen? Sie bemerkt Alice und ihr Gesicht verfinstert sich. Kadett Alice! Was tust du denn hier? Wah! Gwyn! Nun, ich war... nicht so laut. Es tut mir leid. Ich rede leiser. Wie wäre es, wenn du nichts sagst? Ja, gnädige Frau. Er redet mit geschlossenem Mund. Alice scheint stolz auf sich zu sein. Gwyn verdreht die Augen und wendet sich wieder dir zu. Gestern wurde ein Gnoll beim Glockenturm gesichtet. Wir möchten herausfinden, ob die Gnolle die Macht erlangt haben, andere Kreaturen zu kontrollieren, wie Spinnen. Der Priesterhof, für den ich arbeite, vermutet, dass dies ein Teil einer fomorischen Verschwörung ist, um die Menschheit auszurotten. Meistere diese Aufgabe mit Bravour und ich könnte dich in die königliche Armee bringen.
Du müsstest kein Söldnerleben mehr führen. Verstanden? Komm zu mir zurück, sobald du etwas zu berichten hast. Was dich betrifft, Kadett Alice, wie ich sehe, gefällt dir Colhan. Gut, dann kannst du hier bleiben. Ich gehe nun. Sagt niemandem, dass ich hier war. Gwyn? Alice' Augen füllen sich mit Tränen. Gwyn! Es tut mir leid. Alles klar? Hier ist dein Speer. Hey, meinst du etwa? Es ist alles in Ordnung. Wie viel schulde ich dir? Mach dir darüber keine Sorgen. Der hat sowieso zu viel Platz in unseren Lagerkisten verbraucht. Danke. Ich gehe dann mal lieber. Hey, Rutra! Was ist mit Alice los? Tja, ich weiß auch nicht, ne? Huh. Haben wir das jetzt hinter uns? Ich frage mich, wann Merrick und der Hauptmann zurück sein werden. Ich habe derzeit keine Aufträge für dich. Verbringe deine freie Zeit, wie es dir beliebt. Wunderbar. Und in unserer Freizeit werden wir uns der guten Gwyn widmen. Zuerst gucke ich aber mal beim Skilltraining. Oh, wir haben 25 Punkte. Die bringen uns so an sich jetzt erstmal nichts, so wie ich das sehe. Gleitschrittkenntnisse. Erhöht die Zeit, die du unverwundbar bist, während du den Gleitschritt verwendest, um 0 Sekunden. Hey, doch so viel. Erlaubt es dir für 16 Ausdauer, den Gleitschritt zu verwenden. Was ist das? Tastatur, Steuerung, Maus, Ausweichen, Leertaste, während du eine Richtungstaste drückst. Aha. Noch reicht es sowieso nicht, da können wir auch noch warten damit, bis wir das lernen. Und damit würde ich sagen, gehen wir auf ein neues Abenteuer. Da spackt sie rum hier, die Lotte oder Lotte. Und hier drüben bei der Schmiede sehen wir das Ausrufezeichen, da können wir noch ein Quest uns abholen. Schauen wir mal, was es da so Schönes gibt. Fergus. Ah, endlich mal wieder Männer, nicht wahr? Oh, meine Schulter schmerzt vom ewigen Hämmern. So, wir müssen aber... Nein, schon wieder eine Frau. Mit Shyla reden. Hast du etwas für mich? Ein Job für Shyla. Ah, ein Söldner nehme ich an. Wer sonst sollte zu der Zeit in die Schmiede kommen? Ich bin Shyla. Wie schön, dich kennenzulernen. Derzeit bin ich... Nun, du könntest mich einen wandernden Händler nennen. Das klingt besser als Schatzjäger. Pass auf, ich heue Söldner wie dich an, die mir dann meine wertvollen Sachen besorgen. Als Austausch biete ich Bezahlung und Informationen. Also? Brauchst du Arbeit? Einer meiner Kunden möchte einen Riesenhaufen Gnollleder in allen möglichen Farben, aber ungefärbt. Mir fehlt nur noch eine Farbe. Gold. Wenn du ein Stück goldenes Gnollleder findest, bringst du es mir? Ich habe gehört, dass ein Händler aus Rochester ebenfalls goldenes Gnollleder benötigt. Er hat dafür die Rothaarige angesetzt. Hör zu! Solltest du goldenes Gnollleder finden, bring es zu mir. Ja, ich denke, wir werden auch mehrere Male goldenes Gnollleder finden und für beide etwas finden, was wir dann abgeben können. Wir haben ja jetzt zweimal dieses Quest quasi, finde oder besorge goldenes Gnollleder, aber das wird schon passen. Was ich euch noch zeigen wollte, wo ich es gerade sehe, hier gibt es einen Avatarladen. Hier kann man für Geld, kann man hier Sachen kaufen. Die Katze scheint dir zu helfen, den Avatarladen zu betreten, das ist aber süß. Avatarladen. Du darfst in den Avatarladen, achso, hier. In der Mitte, das habe ich gar nicht gesehen. Avatarladen betreten. Möchtest du Avatarladen betreten? Ja, ist jetzt egal, was da steht.